Soll vorkommen nach so einem langen Tag. So. So, ich muss jetzt Cheskas zweite Nachricht oder irgendwie so. Nee, lest Cheskas Brief, muss ich erst einmal. Genau. Zerstöre die Barrieren Dingsbums. Viel Spaß. Sind die bei dir? Nee. Wo sind denn die? Wir sind ganz woanders. Die sind, da sollte dir irgendwo ein lila Kreuz angezeigt werden. Nee. Zoom einfach mal ein bisschen weiter weg. Die Festung der Pakaram-Legion. Albrecht. Halt, über dem Belluslan Observatorium, das, da geht's so rechts. Rechts und dann hoch. So, ne? Die Festung der Dingsa, da bist du doch gerade in dem Gebiet. Das ist genau das Gebiet, wo du gerade bist. Achso, ja, gut. Dann ja doch. Warte, und jetzt rechts musst du da. Ja, ich musste ja nur erstmal abholen von dem Vieh. Ich bin noch nicht mal getaggt worden. Das ist gut. Ich folge jetzt einfach dem Weg hier. Ja, dann kommst du aber zu Cheskas zweite Spur. Ja, da bist du doch da gerade. Ja. Naja, und dort ist auch diese Festung. Die ist weiter etwas unten. Die Festung der Bakaram-Legion. Da, du bist direkt in dem Gebiet bei der Festung. Wenn du die Karte drückst, also M. Ich komm nicht, nein, ich, nee. Frag mich. Wenn du M drückst, hast du, ist das blau eingezeichnet. Ja. Barriere, hier haben wir doch schon die erste. Ja, eben. Oh, und Tyrox? Ja. Die kriegen doch gut Schaden, was willst denn du? Ich mache einen normalen Standardangriff, hab den jetzt schon zur Hälfte down. Nee, warte mal, das war so eine Kampfmaschine. So, erste Barriere ist down. Oder meinst du dieses silberne Ding da hinten? Nee, das war so was anderes. Das war nicht silber. Oder Gold oder so. Aber ist ja auch egal. Hier ist für Cheska. Und dann denke ich mir so, ey. Aber da hoch, wo du warst, in die Richtung, da ist wieder eine Nebenquest. Ah Gott. Ich brauche. Das ist das falsche Ziel. So, zweite Barriere down. Oh, warte! Und hier ist die dritte Barriere. Ich hier unten ist was, glaube ich. Ja, dann bleib doch mal stehen. Oder nicht? Eik! Eik! Ja? Ziel ausgewählt. Ich sterbe! Gleich. Ist wahrscheinlich. So, findet Cheskas zweite Spur. Ja. Wo bin ich jetzt? Ich seh dich doch auf der Map. Ja, auf der Map. Das aber guck mal, wo ich bin. Ist was Kleines Rotes. Stabsoffizier der 5. Armee. Ist der gut? Was? Und dieser Stabsoffizier der 5. Armee. Was weiß ich, hab ich nicht getötet. Wo bist du denn? Jetzt bist du weg. Ja. Also habe ich mich zu dieser komischen Frau teleportiert, weil ich da nicht rauskomme. Okay, du warst ja mitten auf dem Berg, wo man gar nie hinkommt. Ja. Alles klar, ey. Ich habe Angst. So, lese Cheskas zweiten Brief.
Zerstöre die Invasionswaffe der 45. Armee. Gesundheit. Das ist was? Hast du, wie weit bist du jetzt bei der Hauptquest? Finde Cheskas zweite Spur. Na, die habe ich jetzt, gut. Dann bin ich ein Ticken weiter als du. Du hast schon, ich will auch, warte, ich muss mich jetzt hier setzen. Oh lol, du musst dann diese Metallmaschinen umhauen. Was ist denn das rote Ding dort? Stabschef Barkus. Boah, leck mir doch die Was hat mich jetzt gesehen? Boah, leck mir doch die Füße blank, ey. Ich sehe Schaden bekommen. Das ist das falsche Ziel. Mensch, ich möchte einfach hier lang gehen. Was macht der? Der kommt mir kommt mir blöd. Dann kommt ihm blöd zurück. Oh, das Arschloch. Weißt du, haben sie einmal einen richtigen Anführer gefunden und schon werden sie abgehoben. Ja. Gar kein Wort mehr. Geil. Die Invasionswaffe der 45. Armee verteidigt sich nicht einmal. Die stehen einfach bloß dumm da. Vielleicht sind sie ja abgeschaltet mit so einer Fernbedienung. Dann machen sie so bum bum. Ich warte jetzt ab, bis der. Ach, da ist das schon respawned. Und dann habe ich die Quest auch erledigt. Please, Cheskas B. So, zerstört die Invasionswaffen der 45. Armee. Das ist kein gültiges Ziel. Sprich mit wartender Cheska. Das heißt, ich muss jetzt da hoch zum Albrecht. Albrecht! Ich helfe dich. Ja, aber gegen die komischen Schlangenfischer wollte ich jetzt nicht unbedingt kämpfen. Keine Sorge, das will niemand. Oh, ich kann wieder zwei Fähigkeiten lernen. Euer Ziel existiert nicht. Irgendwie. Ah, hier oben gibt es auch wieder eine Nebenquest. Beim alten Albrecht. Furcht und Schrecken dem Feind. Furcht und Schrecken dem Feind. Welch ein Glück, ihr habt gut hergefunden. Oh nee, sobald ihr bereit seid, brechen wir auf. Nee, mit der Cheska quatsch ich noch nicht. Da geht's wieder in eine andere Dimension, wenn ich das richtig gelesen habe. Dann mache ich erstmal noch die Nebenquest, damit ich gut stärker werde. Ich glaube, danach gehe ich auf. Oh, jetzt muss ich den General zerkloppen hier. Der war doch irgendwo hier, bei dir dort. Welchen General? Den Brigadegeneral, der rote, der hier stand.
Den habe ich eben umgebracht. Ja, toll. Da war ich besser respawned. Ja. Kann ja nicht so allzu lange dauern. Oh, hier ist so ein komischer Lakai des Weltenzerstörers. Ja, pass auf, das eine Vieh verwandelt dich. Dieses Schlangenvieh. Schon tot. Oder auch nicht. Ja, jetzt sind alle voll schwach geworden. Obwohl, die zahlen jetzt eigentlich nur noch alle Schaden aus. Aber durchblinken tue ich in dem Spiel immer noch nicht. Aber die Story ist irgendwie geil. Obwohl ich die nur zur Hälfte bisher verstanden habe. Ich verstehe die gar nicht. So, ich darf jetzt echt warten, bis der Brigadegeneral da ist, weil ich nicht weiß, wo die Anführer der Bakaram-Legion sind. Ja. Ich könnte eine Runde mit meinem Pain knuddeln hier. Damit ich wieder ein Geschenk krieg. Weißt du, was ich dazu sage? Oh lol, der sollte den duschen jetzt. Hat der echt mit dem getobt? Okay. Ja? Der hat den gerade hochgenommen und hochgeworfen. Nein! Ach so, mein Mannequin ist. Nee, warte mal, ist der Stabschef. Ach so. Klick den mal bitte an. Normaler Wiederherstellungstrank und eine Jadefarbe. Ja, mach, weil ich kann den noch nie anklicken. Dieses Spiel ist einfach geil. Ich darf jetzt ernsthaft erst mal gucken, wo ich gegen die kämpfen da kann hier. Ich glaube, danach gehe ich auf. Ich glaube, ich werde mich jetzt auch irgendwo hin verziehen und dann war's das, weil das ist mir gerade ein bisschen zu blöd. Das mache ich dann in der nächsten Aufnahme. So, einmal hinsetzen. Willst mich eigentlich verarschen? Ich laufe vorbei! Alter, nee. Das kriegst du noch hin. Gar keinen Bock mehr.